Ich hatte zum Beispiel, da war schon, glaube ich, 2008 war das, glaube ich, schon. Ja, 2008 oder 2009, so um den Dreh. Ich träumte, dass ich keinen Körper habe, sondern dass ich aus reinem Licht bestehe. Es war also ein gelblich schimmernder Nebel. Die Silhouette von einem Körper war zwar zu erkennen, aber ich hatte also keine Hände, Arme, Beine, so, sondern wie so Nebel war das praktisch. Ja, und ich träumte, dass ich durch einen Wohnungsflur schwebe. Und am Ende des Flurs war eine Türe angelehnt und da bin ich durchgeschlüpft. Und dann komme ich in einen riesengroßen Raum. Sie kennen sicher diese alten Wohnungen mit diesen hohen Decken, gibt es ja. Und so eine Wohnung war das auch. Es hatte so eine riesengroße hohe Decke. Und dieser Raum war zweigeteilt. Die eine Seite des Raums, die diente als Küche und die andere Seite des Raums diente als Wohnzimmer. Und dazwischen war eine Mauer, die diese beiden Teile unterteilte, ne, dass man das genau abgesteckt war. Diese Mauer war in der Mitte unterbrochen, damit man halt eben zur Küche rein oder wieder von der Küche ins Wohnzimmer kam. Auf dieser kleinen Mauer, die ungefähr 1,20 hoch war, saß ein kleiner Junge, etwa 3 Jahre alt, und er spielte mit seinen Matchbox-Autos. In der Küche stand eine Dame, hochschwanger, und bereitete das Essen zu. Der kleine Junge konnte mich sehen. Er blickte ganz erstaunt nach oben, so etwa. Und sagte erstmal nichts, also seine Lippen bewegten sich nicht. Und dann, ich konnte aber seine Gedanken hören. Und er sagte, also er dachte, wer bist du? Und dann habe ich mich selber sagen hören, ich bin deine kleine Schwester. Und dann guckte er so nach oben und nach unten und fing an zu lächeln. Und dann guckte er ganz verstohlen auf seine Mutter, die ja hochschwanger war. Und ich habe seine Frage vorausgeahnt und habe gesagt, nein, nein, das bin ich nicht. Aber ich komme später. Das ist unser Bruder. Heiße ihn willkommen. Ja, und dann bin ich aus diesem Traum erwacht. Ich muss wohl noch dazu zählen, sagen, in dieser Wohnung, die habe ich nie mit meinen physischen Augen gesehen. Niemals. Weil meine Eltern haben damals, die haben zwar damals in Düsseldorf dort gewohnt, in dieser Wohnung, aber mein Vater hat dann ein Haus gebaut in einem kleinen Dörfchen. Und da bin ich dann aufgewachsen. Als ich aus diesem Traum erwacht bin, hatte ich eine brennende Frage im Kopf. Und deswegen bin ich sofort ans Telefon gelaufen. Und habe meinen Bruder angerufen und habe ihm dann erzählt, was ich geträumt habe. Und am anderen Ende der Leitung wurde es plötzlich ganz still. Man hörte gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, ey, sag mal, bist du noch da? Ja, sagt er, ich bin noch da. Aber weißt du das? Ich sage, was? Was meinst du? Das Licht? Ich sage, was denn? Ja, das Licht. Woher weißt du das? Und die Wohnung, du hast die noch nie gesehen. Wie kannst du das wissen? Ich so, ich habe dir das doch gerade gesagt. Ich habe davon geträumt. Das ist letzte Nacht gewesen. Ich weiß das. Ne? Diese ganzen Details, das ist alles wahr. Der rote Linoleumboden. Ich habe da auch gesehen, diesen roten Linoleumboden habe ich gesehen. Und sagte, das stimmt alles. Sagte, wer weißt du das alles? Ich sag noch mal, ich habe davon geträumt. Er konnte das gar nicht fassen. Und ich sage, was ich jetzt wissen will von dir, habe ich gesagt, erinnerst du dich da noch dran? Sagte, ja, das Licht, das weiß ich, daran erkann ich mich. Ich sage, weißt du denn, was ich dir gesagt habe? Nein, das nicht mehr. Aber das Licht, daran erinnere ich mich. Ich habe nie davon jemandem erzählt. Bettina, wer weißt du das? Ich so, ich sag noch mal, ich habe das geträumt. Und das warst du?
Ich sage, ja. Der konnte gar nichts mehr sagen. Der war total geplättet. Und damit hatte ich meine Bestätigung des Ganzen. Denn das ist das, was ich wollte, erreichen wollte mit diesem Anruf. Ich war also vor meiner Geburt in der Wohnung meiner Eltern. Und das sagt mir, dass wir alle, also ich bin da nicht alleine, dass wir alle unsere Leben vor unserer Geburt aussuchen. Was ich dann auch noch hatte, ist Vorahnung, Todesvorahnung, also von Leuten, die sterben würden. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, ist 2010 verstorben. Und ich hatte sie in demselben Jahr noch im Oktober besucht. Und als sie sich von mir verabschiedet hat, da hatte ich schon die Ahnung, dass ich sie nicht nochmal sehen würde. Sie hat auch gesagt, dass sie Angst hat vom Sterben. Und dann habe ich ihr gesagt, du brauchst davor keine Angst haben. Das ist nichts, was, du wirst auch alle Menschen, die vor dir gegangen sind, alle wiedersehen, habe ich ihr gesagt. Und dann waren es ein paar Monate später. Und dann wurde ich plötzlich ganz unruhig innerlich und musste an sie denken. Also ganz intensiv. Und deswegen habe ich dann auch versucht, sie zu erreichen. Sie lebte zu der Zeit in einem Heim, im Altersheim. Und habe dann dort angerufen und stattdessen ging dann ihre Freundin ans Telefon. Das war dann im Dezember, meine ich, ja, genau. Und ihre Freundin sagte mir, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal so sagen kann und es tut mir auch sehr leid, dass ich das so sagen muss, aber ihre Tante ist letzte Nacht verstorben. Also das war genau an dem Tag darauf, habe ich sie also angeguckt, hatte diese innere Unruhe, dieses Gefühl, irgendwas ist nicht richtig. Ja, das war das eine. Dann habe ich bei meinem Vater, der ist 2014 verstorben. Damals ist wohl auch irgendwie, also als ich diese Einheitserfahrung gemacht habe, ist wohl irgendwie auch ein Tor aufgestoßen worden, weshalb ich auch diese Vorahnung habe. 2014, bevor mein Vater verstarb, hatte ich da auch einen Traum. Sagen wir mal in der Nacht, als mein Vater verstarb. Und ich träumte von meinem Elternhaus. Und alles war dunkel, also die ganze Straße, alles war dunkel. Nur das Elternhaus, das war hell erleuchtet. Und nicht nur die Fenster, sondern auch jeder einzelne Stein, aus dem es bestand, waren hell erleuchtet in dem Traum. Und als ich morgens aufwachte, wusste ich ganz einfach, mein Vater ist verstorben. Ich wusste das. Das war so ein tiefes inneres Wissen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch mit meinem Ex-Mann, also jetzt Ex-Mann liiert, und der kam dann mit dem Telefon zu mir ins Schlafzimmer, als ich gerade erwacht bin aus diesem Traum. Und da war meine Schwägerin am Telefon. Und die erzählte dann, dass mein Vater die Nacht zuvor verstorben ist. Dann muss ich noch mal ein Stück zurückgehen. Ich hatte nämlich auch eine außerkörperliche Erfahrung. Und zwar war das im Jahr 2009, als ich gerade umgezogen war. Zu dem Zeitpunkt habe ich ziemlich stressig und harte Zeit hinter mir gehabt und war dementsprechend auch sehr müde. Und ich habe mir dann hier über den Computer und auf YouTube habe ich mir ein Video angeschaut, was ich sehr interessant fand, was mich brennend interessiert hat, was ich unbedingt gucken wollte. Und ich merkte aber, dass ich die ganze Zeit war, wegzudriften, wollte das aber nicht. Ich habe dann gesagt, nee, ich will das jetzt gucken, ist ganz egal wie, ich will das einfach gucken. Ne? Und ich war dann die ganze Zeit gebannt auf dieses Video bei YouTube. Und dann merkte ich auf einmal, dass die Müdigkeit weg ist. Ich dachte, das ist doch komisch.
eben war ich noch so zahnblüde und jetzt ist die Müdigkeit weg. Und auch die Sinne schienen mir irgendwie verschärft zu sein. Ich war zwar immer noch in demselben Zimmer, in dem ich da auch gesessen habe, aber alles schien irgendwie klarer zu sein, schärfer. Es waren wie, also die Farben, alles war viel deutlicher für mich zu sehen. Und haben Sie das aus der Perspektive der körperlichen Augen wahrgenommen? Ja, so meinte ich zu dem Zeitpunkt noch, ja. Aber dass dem nicht so war, habe ich dann erst ein paar Sekunden später erfahren. Also ich konnte auch verschärft hören. Also alle Sinne waren verschärft. Dann hatte ich so einen inneren Impuls, dreh dich mal um. Dann habe ich mich umgedreht und mein Oberkörper lag zusammengesunken hinter mir. Also mein physischer Oberkörper war zusammengesunken hinter mir. Und mit den Beinen steckte ich noch in meinem Körper. Und dann habe ich, schoss es mir wie ein Blitz durch meinen Kopf. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Also ich hatte richtig einen Schreck, einen Schock, Schreck, und wie komme ich jetzt da wieder zurück? Und dieser Schreck, der hat mich katapultiert, also wie an einem Gummiband wieder zurück in meinen Körper. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, so schnell war ich wieder in meinem Körper drin. Ich machte die Augen auf und hatte dann so einen Schmerz, genau in der Mitte meines Kopfes, da wo die Zirbeldrüse sitzt. Und ich schloss daraus, dass das wohl das ein Ausgangstor für die Seele in unserem Körper ist. Dass wir darüber mit unserem Körper verbunden sind. Und dann hatte ich dann noch einen Nachtodkontakt mit meinem Bruder. Der ist ja im letzten Jahr verstorben. Also die Umstände möchte ich jetzt nicht näher beschreiben. Auf jeden Fall ist er sehr früh verstorben, mit nur 60 Jahren. Das war natürlich für uns alle ein großer Schock. Obwohl, der hatte ja den Lungenkrebs schon, ja, besiegt kann man nicht sagen. Also er war schon sehr angeschlagen. Also der hatte sehr viel abgenommen, also war noch ein Schatten seiner selbst. Er war sowieso nie besonders dick. Ja, jedenfalls war er dann im Krankenhaus auf der Intensivstation und man hat ihn da auch beatmet. Und während dieser Zeit habe ich ihn schon vernommen. Also ich bin durch das Erlebnis, das ich jetzt schon geschildert hatte, bin ich sehr offen für die geistige Welt. Ich kann viele Dinge wahrnehmen, die ich vorher so nicht wahrnehmen konnte. Und somit habe ich auch die Seele meines Bruders vernommen. Ich konnte ihn also praktisch vor meinem geistigen Auge sehen, also wie er da in seinem Bett liegt, dieser Lungenmaschine, an der Beatmungsluft, an den Schläuchen und so weiter und so fort. Ich konnte ihn aber nicht nur in seinem Körper dort liegen sehen, sondern auch seine Seele. Er zeigte es mir, also dass er nicht wegkommt, ja. Also er kam dann zu mir und zeigte mir, dass also so ein Hilfeschrei, bitte Bettina, hilf mir doch bitte, ich komme hier nicht weg und ich kann auch schon alle sehen, ich kann schon unsere Mutter sehen, er hatte auch Kinder verloren, also meine Nichte ist gestorben mit nur 7 Monaten, dann von meiner erwachsene Nichte, die hatte dann auch eine Totgeburt gehabt. Die konnte er auch schon sehen. Also und er hat mich gebeten, ich soll auch bitte ihm helfen, dass er da wegkommt, damit er dorthin kommt, wo die ganzen Seelen, die er da sieht, also auch unseren Vater, der ja auch 2014 verstorben ist, er konnte die alle schon sehen. Und ja, ich sage, toll, du bist toll, wie soll ich das jetzt machen? Seine Tochter, die war nicht besonders offen für solche Dinge. Oder ist es auch bis jetzt nicht offen dafür? Ich sage, wie soll ich dir jetzt schon helfen? Also ich kann jetzt nicht zu deiner Tochter gehen, die zu der Zeit auch hochschwanger war, und sagen, sag mal, lass mal deinen Vater mal eben so sterben. Also nimm den mal von der Maschine, und das kann ich nicht. Und dann hat er gesagt, auch bitte, bitte, Bettina, du lass dir was einfallen. Du kannst das schon. Du weißt ganz genau, was für Worte du benutzen kannst, damit ich hier wegkomme. Ich so, ja, ich tue mein Bestes.
Dann habe ich meiner Nichte geschrieben, du weißt, liebe, also ich weiß nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, also sie möchte das bestimmt nicht. Ja, und ich muss nur noch dazu, ich hatte es fast vergessen zu erzählen. Fällt mir gerade ein. Einen Namen darf ich schon nennen. Und das ist der Name meiner Freundin Lea. Die hatte mir nämlich auch mit mir telefoniert während der Zeit, als er noch an den Sträuchen und so weiter hing. Ich habe mit ihr auch gesprochen, dass ich ihn auch vernehmen kann. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich höre dein Bruder auch. Ich sage, was denn? Der möchte gern, dass du ihn loslässt. Ich sage, das ist aber nicht leicht für mich, habe ich gesagt, weil die Eltern gehen zu sehen, ist eine Sache, aber die eigenen Brüder oder den eigenen Bruder gehen zu sehen, ist eine andere Sache, ist ein ganz anderes Ding als bei den Eltern. Weil ist ja, das ist natürlich, wenn man die Eltern vor einem gehen. Das ist, ja, damit kann man eher umgehen. Also ich persönlich für mich war das dann in dem Moment so. Aber den eigenen Bruder, das war schon, ich meine, es war die eigene Generation. Und dann hat Lea zu mir gesagt, du Bettina, aber der möchte gerne, dass du ihn bestattest, dass er gehen darf. Und dann habe ich dann schweren Herzens dazu gestimmt. Ja, und wie gesagt, danach war das erst gewesen, dass mein Bruder dann noch zu mir kam und sagte, ich komme hier nicht weg. Dann war das es gewesen, dass ich dann meiner Nichte geschrieben habe, also über WhatsApp, was glaubst du, was dein Vater gerne möchte? Möchte dein Vater so dahin vegetieren an den Maschinen und außerdem sein Leben, der lebte zu dem Zeitpunkt schon in einem Pflegeheim, weil er selber sich gar nicht mehr helfen konnte, weil er überhaupt nicht mehr belastbar war. Saß also im Rollstuhl und hatte wirklich Schwierigkeiten, überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben. Und darum habe ich ihr geschrieben, möchtest du wirklich deinen Vater so die ganze Zeit leiden sehen oder wäre es nicht besser, wenn du, wenn du das Ganze dem Ende setzt? Und dann war sie total frustriert und total ärgerlich und voller Angst und Panik, hat sie mir dann das alles entgegengeschrien. Hat auch gesagt, nein, ich werde die Maschinen nicht abstellen, solange Chance besteht und wollte das einfach nicht. Ja, und dann war mein Bruder danach diesem Gespräch mit meiner Nichte nochmal bei mir gewesen und dann habe ich zu ihm gesagt, du Angelo, das ist der Name meines Bruders, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Denn meine Mutter wurde damals ja auch durch den Erzengel Michael, das habe ich auch später erfahren, dass das der Engel, Erzengel Michael war, dieser blaue, mit diesem blauen Gewand und dem blauen Schwert. Und dann habe ich gesagt, der Erzengel Michael, der ist für solche Fälle, sage ich jetzt mal, da. Und wenn du ihn anrufst und ihn darum bittest, dass er dir helfen möge, dann wird er dir helfen. Ja, und dann hat es nur ein paar Tage gedauert. Dann kriegte ich einen Anruf von meiner Nichte, die hatte eine Sprachnachricht geschickt über WhatsApp, wo sie mir weinend mitteilte, dass jetzt mein Bruder gegangen ist. Und das war morgens früh schon. Der ist also in der Nacht gestorben und ich bin morgens aufgewacht und hatte dann diese Sprachnachricht auf dem Handy. Und als ich das abhörte, sah ich dann vor meinem geistigen Auge, wie mein Bruder wie ein kleiner Junge zu seiner Mutter rannte, in die Arme meiner Mutter.